Ich stehe hier nicht alleine. Neben mir steht Nigel Dunn. Nigel Dunn ist Director Europe für Standard Life und als solcher für unsere Märkte in Irland, in Österreich und in Deutschland verantwortlich. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hello Nigel, good to see you. Morning Christian. Guten Morgen Christian. Nigel. Deine Rolle ist jetzt mal gerade 2 Monate alt, dieses Director Europe. Sie sind verantwortlich für 3 sehr wichtige Märkte in Europa für Standard Life, aber Ihre Basis ist Dublin. Natürlich kommen Sie auch daher. Was kannst du uns über den irischen Markt sagen? Gut, der irische Markt hat eigentlich sehr viel, das dem deutschen Markt ähnlich ist. Aber ich bin jetzt nur seit 2 Monaten etwa für Deutschland und Irland verantwortlich. Aber ich arbeite schon seit 25 Jahren bei Standard Life und kenne natürlich seit dieser Zeit auch den deutschen Markt. Ich sehe durchaus Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. In Irland haben wir eine sehr starke Basis von Vermittlern. Wahrscheinlich haben wir etwa 2400 unabhängige Vermittler. Und die sind sehr dominant im Bereich Renten, Investitionen. Durchaus in Konkurrenz zu den Banken, aber die Banken sind einfach etwas stärker im Bereich Lebensversicherung, Versicherung, Schutzprodukte. Wir haben etwa 65% der Renten der allgemeinen Investitionsmärkte, die haben einfach die unabhängigen Vermittler. Viele von denen sind ganz kleine Unternehmen, die nur 1-2 Leute haben, vielleicht noch 1-2 Mitarbeiter. Also hier vielleicht dem deutschen Markt durchaus ähnlich. Wir haben natürlich auch im Bereich Lebensversicherung ein paar Wettbewerber national, auch im internationalen Bereich, wie zum Beispiel Zürich Versicherung, die sind ein großer Markt, aber wir haben so 6-7 Lebensversicherungsunternehmen, die als unsere Wettbewerber auftreten. Etwas, das ich besonders stark als Unterschied empfinde, vor allen Dingen von irischer Perspektive aus gesehen, ist dieser starke Fokus auf die Garantieprodukte. In Irland haben wir sehr einen fondsgebundenen Markt und eben nicht Garantieprodukte. Das war wahrscheinlich vor 10 Jahren, dass das aufhörte. Da gab es damals noch sehr viel Garantieprodukte. Das haben wir in Irland dann ja vor etwa 9 Jahren dann aufgehört. Also jetzt haben wir alles fondsgebunden, keine Garantieprodukte. Und das ist jetzt wirklich auch dominant im Investmentbereich. Was ich höre, ist, dass dieser Bereich der Broker eigentlich dem deutschen Markt recht ähnlich ist. Ich habe aber gelernt, dass der Markt sehr stark auf Kommissionsbasis ist, nicht so sehr wie in Großbritannien auf Gebührenbasis. Und wenn man sieht, dass diese 3 Länder hier zusammengehören, Irland, Deutschland, Österreich, da würde ich doch annehmen, da kann man von anderen profitieren. Ist das so? Oh ja, absolut, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Je mehr ich mir den Markt anschaue, desto mehr wird das klar. Einige Vorteile kommen aus dieser Konvergenz der europäischen Regelwerke. Das wird schon recht deutlich aus der EU heraus. Aber ich habe auch festgestellt, nach meinen vielen Jahren an Erfahrungen in verschiedenen Märkten, ist das da die Geschwindigkeit der Veränderung in verschiedenen Märkten anders ist. Der britische Markt, in dem ich ja auch aktiv bin, die haben sehr schnell sich auf den Bereich Gebühren, transparentes System, weg von Provisionen bewegt. Der irische Markt ist noch immer ziemlich auf der Kommissionsprovisionsware orientiert, aber die Berater gehen doch jetzt mehr und mehr hin zum Bereich Finanzplanung und bewegen sich weg von diesem Transaktionsmarkt. Da sieht man auch schon Anzeichen in Deutschland, aber in Deutschland ist das wahrscheinlich noch eher in den Kinderschuhen als in Irland. Und UK scheint da noch ein bisschen weiter fortgeschritten zu sein in dem Bereich hin zur Finanzplanung. Aber es ist eine deutlich erkennbare Veränderung, teilweise durch die Regularien bedingt, teilweise aber auch durch die Nachfrage der Verbraucher. Der Verbraucher möchte, ich glaube, jetzt mehr und mehr diese Rolle. Die Berater haben schon eine Herausforderung im Markt, überhaupt Provisionen zu finden und diese Provisionen auch zu verdienen. Und das hat auch dazu geführt, dass die mehr einen ganzheitlichen finanzplanerischen Ansatz gewählt haben. Damit können sie dann ihre Gebühren oder was immer sie es nennen, in Irland sagen wir Kommission, eben rechtfertigen. Es gibt natürlich noch immer ein ziemliches Übergewicht des Provisionsmarkts, aber geht jetzt mehr und mehr auf den Bereich Gebühren und das zeichnet sich auch stark ab. Gut, dass man das so hört. Ich glaube, da gibt es einige Dinge, die wir uns anschauen sollten. Dieser potenzielle Transfer dieser Märkte, für den ich ja auch verantwortlich bin, ist schon ganz interessant. Wenn man sich die nähere Zukunft einmal anschaut, da gibt es ein Event, das wohl passieren wird, das ist der Brexit. Was kannst du uns dazu sagen? Wie stehst du dazu? Was sind so deine Gedanken? Wie reagieren wir darauf? Ja, ich glaube, Brexit ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Rolle habe. Ist auch der Grund, warum wir als Organisation in Standard Life uns jetzt schon aufstellen für die Welt nach dem Brexit.
Wir hoffen natürlich, dass das Beste passiert, aber was den Brexit betrifft, so rechnen wir auch mit dem Schlimmsten. Das heißt, die Uhr läuft. Wir haben noch bis Ende März des nächsten Jahres Zeit, um unser ganzes Geschäft entsprechend zu organisieren, sodass wir in der Lage sind, die Interessen unserer Kunden und der Vermittler zu schützen. Und das kommt an erster Stelle für uns. Mein Schwerpunkt und der Schwerpunkt des ganzen Geschäfts ist einfach dafür zu sorgen, dass wir weiterhin für unsere Kunden da sein können, unsere bestehenden Kunden, aber auch neue Kunden, für die Zeit nach dem Brexit für uns interessieren können. Also was das betrifft, wir haben das sogenannte Passporting-System, das heißt die Möglichkeit, in anderen EU-Ländern zu arbeiten, ohne große Genehmigungen einzuholen. Das wird auch in der Welt nach dem Brexit funktionieren. Wir müssen aber davon ausgehen, von UK aus ist das nicht mehr möglich. Das ist der schlimmste Fall. Deshalb haben wir Regularien und ein Rechtskonstrukt gewählt, das uns immer noch in die Lage versetzt, unseren Kunden die Dienstleistung anzubieten, die wir tun. Unser Schwerpunkt ist eben zu überlegen, wie machen wir das? Die Intention ist, das wollen wir auf der Basis von Standard Life International in Irland machen. Das ist unsere Rechtsform. Seit 2006 sind wir hier da. Standard Life selbst ist seit 1884 in Irland aktiv, also ein sehr etabliertes Unternehmen. Wir nutzen die Unternehmensstruktur von Standard Life International, um dann sozusagen die Kunden in ganz Europa zu bedienen, wenn ich das so sagen kann, sodass wir also wirklich hier nach dem Brexit nicht mehr alles von Großbritannien aus machen können. Das ist wahrscheinlich im Moment auch meine Priorität, das ist der größte Schwerpunkt, dass wir eben dafür sorgen, dass wir für Ende März vorbereitet sind und dass wir weiterhin den Kunden und den Vermittlern zur Verfügung stehen. Gut, da gibt es noch eines, das ist für die Vermittler und die Kunden in allen drei Märkten hier besonders wichtig, weil wir sehr stark Aberdeen Standard Investment als Partner nutzen für die Investitionslösungen, die wir anbieten. Da gab es ja 2017 diese Fusion. Wie siehst du das? Ist das ein Vorteil für Kunden und Vermittler? Ja, ich glaube, das ist ganz kritisch für unsere Position sogar. Es ist absolut wichtig, dass wir ein solches Kraftzentrum haben wie Aberdeen Investments, das wirklich Kernpunkt unserer verschiedenen Investitionschancen wird. Denn was unsere Vermittler sagen, was unsere Berater sagen, das sind ja immer Investitionsmöglichkeiten, die wir den Kunden vorschlagen. Und wir gehen davon aus, nicht nur bieten wir solche Investitionsmöglichkeiten für die Vermittler an, sondern wir unterstützen sie auch darin, wie sie das im Markt platzieren. Das heißt, wir haben hier wirklich Erfahrung, aber die Standardinvestition, das ist praktisch der zweitgrößte Akteur in ganz Europa hier. Das heißt, wir haben wahnsinnige Kompetenzen, wahnsinnige Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir jetzt zusammen sind und dieses ganze Konstrukt für Sicherheit in Investmentmöglichkeiten zusammenzustellen, das wird uns in die Lage versetzen, hier Dinge anzubieten, die wirklich ganz super in den Märkten sein werden. Also einige Dinge sind natürlich gleich wie vorher. Im Moment sind wir schon in Irland sehr erfolgreich, vor allen Dingen mit MyFolio. MyFolio verkauft sich auch in Deutschland. Und hier, wenn wir das kombinieren, dann können wir natürlich auch entsprechende Lösungen anbieten, die wirklich den Kunden gute Dienste leisten werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Und ich glaube, es ist auch ein Vorteil darin, dass wir sehr starke Unterstützung für die Vermittler anbieten können. Danke. Eine letzte Frage. Als Direktor für Europa arbeitest du natürlich sehr eng zusammen mit Gail Isett, Vorstandsvorsitzende und meine Chefin. Seit 2017 hast du ja diese neue Rolle eingenommen. Wie sieht das aus? Wie sind die neuen Pläne mit der neuen Leadership in Deutschland? Wichtig ist für uns, dass das Leadership-Team in Deutschland stabil bleibt. Vor allen Dingen, weil wir uns auf ein großes Programm der Veränderungen hinbewegen, um das ganze Geschäft ein bisschen so zu orientieren, dass wir eben richtig platziert sind für den Brexit. Und Gails Erfahrung ist natürlich ideal dafür. Also Gail hat uns auch gesagt, sie ist bereit, weiterzumachen, bis das ganze Projekt abgeschlossen ist. Und ich glaube, meine zweite Priorität in Deutschland, abgesehen davon jetzt, ist dafür zu sorgen, dass wir wirklich ganz klar dastehen im Markt mit dem, was wir anbieten, dass wir auch da, wo wir erfolgreich sein können, wirklich gut dastehen. Das ist einer der Schwerpunkte für die nächsten 12 Monate. Und danach sind wir dann sicherlich für die Zukunft gerüstet. Vielen Dank, Nigel. Toll, dass wir heute in Dublin bei dir zu Gast sind.